Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die ich hier am Montag, dem 3.1. aufnehme. Heute wieder ohne den Roman mit einer kleinen... Ich weiß auch nicht, wie ich es nennen soll. Warum Transferierfolge? Immer noch hier beschäftigt mit dem Umbau und ich würde sagen, wir fliegen einfach mal mit unserem Raben da drüben hin. Und... Wir machen uns ein schönes Sammelsurium in unserem Vogelinventar. Mensch, ich verspreche mich die ganze Zeit. Belastend. Wer sich fragt, ey, hast du eine Schule? Ja, habe ich eigentlich, aber ich habe jetzt zwei Freiblöcke, aka vier Schulstunden frei. Und die werde ich jetzt auch einfach mal hier investieren, um das hier mal ohne den Roman zu machen, weil der, ja... Dem wird das wahrscheinlich eh nicht jucken, wenn ich jetzt hier was mache. Gegenteil, ich glaube, ja, es würde ihn freuen, wenn ich das hier ohne ihn mache, den ganzen Mist. So, apropos ganzen Mist. Diesen ganzen Mist brauchen wir absolut nicht. Auch hier brauchen wir eigentlich nur das hier. Das kann nicht schaden. Ganz andere Zeug hier. Wozu? Das kann nicht schaden. Ja, was wir hier kriegen können, das nehmen wir auf jeden Fall alles. Ich mach das erstmal bei dir rein. Aha, da wird es auch lauter jetzt. Da regt sie sich klar auf die Plaisy. Rein in den Vogel, obwohl wir könnten es auch geordnet machen. Wir sammeln erstmal ganze Leder ein, was wir hier haben. Einziges Problem, da müssen wir mehrmals fliegen und ja. Das Ei kann weg. Sind wir ehrlich. Zwei Steine helfen uns auch nicht weiter. Das kann weg. Und der Rest kann eigentlich rüber. So, können wir die Kiste hier mitnehmen? Können sie nur abreißen, ist das euer Ernst? Ist das ein Scheißdreck? Hier irgendwas Wichtiges noch drin? Nö. Hier, nö. Brauchen wir ja alles nicht. Ich weiß nicht, gibt es hier irgendwie gewisse Inventarplätze? Okay, die Plaisy mag es auf jeden Fall nicht, wenn ich hier reingehe. Inventar. Aber weißt du was, Blaze? Es juckt mich gerade überhaupt nicht. So. Die Kiste ist leer und leider wird sie auch abgerissen. Weil das relativ dumm gemacht ist. Das brauchen wir. Das kann auch nicht schaden. Ei kann weg. Das hier nehmen wir mit. Sonst auch. Schau. Ach, die ganzen Zahn braucht man eigentlich auch nicht. 12 Steine, scheiß drauf, ganz ehrlich. Die zweite Staffel auf The Center wird dann übrigens... Ah, jetzt fährst du nicht hoch. Korrekt. Finde ich super. Wird dann auch mit Primitive Plus laufen. Das ist zumindest geplant. Ob ich das dann wirklich mache, wird sich noch zeigen. So, was haben wir hier noch? Ich denke, hier kann alles mit. So, dann nochmal hier hinten nachgucken. Hatte ich hinten nicht noch irgendwie Fleisch drin? Nee. Scheint nicht. Die Frage ist, was hiervon brauchen wir nicht? Das brauchen wir nicht.
Und der Rest kann nicht schaden, deshalb. Oh Gott. Okay, wir können auch laufen. Weil, wenn wir schon mal hier sind, ne? Nehme ich mir das hier mal raus. Und transferiere erstmal diesen ganzen Mist darüber. Ja, jetzt habe ich das Fleisch wieder zurückgepackt. Man kennt ihn. Ich finde es super, dass das Vieh so viel tragen kann. Geheiligt sei es. So, hätte ich gerne das bisschen Holz. Und das Fleisch hier wieder zurück. Lazy, komm runter, beruhig dich. Ganz cool. Weil wir sind ja gerade nahezu am Verhungern, mache ich erstmal hier ein bisschen Feuer. Weil das hier wird eh noch eine Weile dauern. Faser, alles klar, Digga. Und bis wir hier durch sind, dann ist wahrscheinlich auch das Essen da hinten fertig. Dann können wir das essen, ohne zu verhungern. Easy going. Ein Stein, weg damit. Ich finde das ganz in Ordnung, wenn wir das jetzt hier mal in einer Extra-Folge alles aufräumen. Gut, das ist ja keine Extra-Folge, ist ja auch... esse ich hier die paar Beeren hier, die einzeln sind, die esse ich einfach so. Ups, hier habe ich einen Vogel gegeben. Passiert. Schaden ja nicht. Leitspruch, wenn es mir nicht schadet, schadet es dir nicht. Sollte man nicht immer beachten. Besonders nicht bei Medikamenten. Was haben wir hier? Stimberry-Beeren weg. Samen. Stimberry-Samen. Und auch du musst leider weg. Gute Kiste, Alter. Heute bleibt mir die Stimme die ganze Zeit weg. Gute Kiste. Kennt ihn. Ach, vielleicht noch zerstören. Fleisch lasse ich noch brutzeln. Ich räume erstmal. Kann ich das hier mitnehmen? Auch nicht. Weil ich bin auch blöd. Warum mache ich das alles kaputt? Für einen Notfall kann ich das auch stehen lassen hier, oder? Ich meine, das ist ja jetzt komplett egal, ob ich das zerstöre oder nicht. Letztendlich hilft es uns doch nur, wenn wir hier noch vielleicht was haben zur Not. Scheiß drauf. 300 Fasern. Wie viel kann man denn an Fasern tragen? Waren das nicht irgendwie 400? So, zeig mir mal den Inventar. 7 mal Fleisch. Oh Gott, was draus? So, noch eins. Alles klar. So, jetzt der Ofen. Auch nur alles mitnehmen und dann abreißen. Ja, komm, wir machen die Basic. Scheiß drauf. Ist zwar irgendwie scheiße, dass wir jetzt die ganze Basic halt machen, aber... was soll's. So, dann komm mal her. Keine Sorge, das Restliche, was ich hier mit Stroh gebaut habe, mache ich außerhalb der Aufnahme kaputt. Also damit muss ich euch echt nicht quälen. Das ganze Management hier nervt ja schon, glaube ich. So. Wahrscheinlich komplett über... ja, geht sogar. Kann ich auch nicht mitnehmen.
shit. Dreck, Mist. Diese Plazy, die tut mir gerade irgendwie leid. Ist gerade runtergefahren, muss wieder hochfahren. Sorry, Plazy. So, den Sack, den Lederhaufensack lasse ich hier noch liegen. Fresh Meat nehme ich mir nochmal mit. Fresh gegrilltes Meat mache ich natürlich. Und dann Abmarsch. So lassen wir die Base hinter uns. Das Einzige, was ich noch machen müsste, wäre Kisten bauen. Aber das mache ich, wenn wir drüben sind. Da haben wir auch da hinten diesen riesigen Wald hier. Ja, was heißt riesig? Den Wald halt. Den können wir auch abbauen. Das hier lasse ich, glaube ich, sogar noch im Wasser da. Diese paar Pfosten, die ich reingestellt habe. Für das Jagen von weiteren Meeresbewohnern, die in dem schwachen, seichten Gewässer auch schwimmen können. Wahrscheinlich schwaches Gewässer. Ist das ein Trilobit? Hab ich da einen Trilobit gesehen? Ja, Trilobit. Aber den töte ich jetzt nicht. Ich sag, ich töte ihn jetzt nicht, aber guck trotzdem mein Inventar durch, womit ich ihn töten könnte. Aber nein, den Trilobiten lassen wir leben. So. Die Frage ist jetzt nur, wo packen wir unser Lagerhaus hin? Das könnten wir eigentlich schon gleich hier vorne hin machen. Aber hier sollen eigentlich so, was die Dinos angeht, alles hinkommen. Was den Menschen betrifft, Wald oder halt da hinten die Steine. Der ganze Bereich hier soll eigentlich für die Dinos dann sein. Da werden ja, denke ich mal, noch ein paar dazukommen. Ein paar, ganz minimal. Ganz wenig. Ich könnte das Lagerhaus schon hier hinkommen. Wird wahrscheinlich schrecklich aussehen, aber ich denke, ich klatsche es hier wirklich hin. Muss ich nur mal Ankylosaurus abholen, der das da hinten alles destroyed. Und dann brauche ich Holz und Fasern und Stroh. Um Dings zu machen. Erstmal Holzplattformen zu machen. Oh, jetzt sind wir. Ah. Okay, well, that's the problem. Gut, ich guck mal, was ich hier alles verarbeiten kann, indem ich das ganze Holz einfach mal schnell in mein Inventar übertrage. Das Stroh und die Fasern. Achso, sind nur 300 mal stackbar. Ist 300-fach. Okay. So. Jetzt mal gucken hier. Holz. Ich werde erstmal 6 herstellen, denke ich. Ich weiß nicht, wie schwer die sind. 4. Hm. Wir brauchen aber eine Menge an Gewicht, glaube ich, oder? Ja. Ja, ganz in Ordnung, was die verbrauchen. Wenn ich das so richtig sehe, jetzt haben wir gleich wieder 500. Wir haben sogar schon 500 Kilo Platz. Also
Platz. Gewichtmäßig Platz, meine ich natürlich. Ich denke, das bisschen kann ich auch selber tragen. Jetzt sollten wir ihn eigentlich tragen können. Komm mal mit hier. Jawohl. Wir dürfen doch nicht zu viel reinbauen. Brauen. Wahrscheinlich braun. Heute brauen wir da einfach mal was rein. Weil das könnte auch unsere Holzquelle sein, genauso wie das hier unsere nahegelegene Steinquelle sein kann. So, da hat sogar ein Level ab. Dann gehen wir auf Damage. Warum? Keine Ahnung. Machen wir einfach. In der Hoffnung, dass höherer Damage mehr Zeugs bringt. Ob es irgendwas damit zu tun hat, ich weiß es nicht. So. Ich weiß auch noch nicht, in welchem Bereich ich hier alles zerstören werde. Ich denke erstmal alles, was hier ist. Alles, was hier direkt an der Kante ist. Wird erstmal zerstört. Metall. Ordentliche Menge. Bisschen was. Diese kleine Steinreihe hier noch und dann denke ich, können wir eigentlich anfangen. Noch irgendwas. Ja. Ankylosaurus, dann hast du jetzt erstmal Feierabend. Und weiter geht's mit dir hier. Vajel, von dir brauche ich auch etwas. Ach, ich bin blöd. Vielleicht habe ich mir den Standort hier auch ein bisschen blöd ausgesucht. Ich wusste ja nicht, wie heiß es hier ist die ganze Zeit über. Man wahrscheinlich im Internet herausfinden können, aber an sowas denke ich ja nicht. Oh ja, setz dich erstmal. Kann ich aus dem Inventar? Nein, kann ich nicht. Ich wollte gerade fragen, ob ich aus seinem Inventar auf mein Inventar zugreifen kann. In meinem Baumenü auf sein Inventar zugreifen kann, aber nein. Nein, das geht nicht. Wir erhöhen das auf jeden Fall noch ein kleines Stück. So. Vier lang und dann... Oh, und dann geht uns das Holz aus, oder was? Ja. Come on! Das ist jetzt natürlich semi-optimal. So, ich gehe, glaube ich, hier in die Richtung noch, die zwei. Dann könnte ich eigentlich... So, Frage ist jetzt, wie mache ich das?
Frage ist auch, wie dick ist eine Kiste? Schätze mal, eine Kiste ist ungefähr bis zu dem Dreieckszeichen jetzt. Ist auch ein bisschen dünner. Kommt da welche hin? Dann in die Mitte vielleicht eine Linie. Und dann nochmal hier welche hin. Könnte aber sehr eng werden. Ich glaube, ich gehe wirklich den einen noch nach vorne. Ja, ich halte das für eine gute Idee. Das heißt, ich brauche Holz. Und wir könnten Therizinosaurus-Sattel machen, um Holz zu kriegen. Können wir aber nicht machen, weil ich ein Jo Idiot bin. Und die Werkbank kaputt gemacht habe. Doch, können wir machen, weil ich habe ja den Sattel mit dem ich auch das herstellen kann, was ich möchte. Aber wahrscheinlich nicht den Terizino, oder? Ja, natürlich. Alles, nur nicht den Terizino-Sattel. Mir dein Holz, du Baum. Du Baumnause. Nee, es hat sich irgendwie in meinem Kopf cooler angehört. Man sollte wirklich nicht auf Krampf irgendwelche Wörter verbinden. Das ist nicht lustig. Perfekt, was fehlt? Ein Feuerstein. Jawohl. Man kennt ihn. Ich nehme lieber ein bisschen mehr Holz mit, nicht, dass ich dann das zweite Mal wieder zurückrennen muss. So. Ich nehme noch einen Baum mit. Jetzt sollten wir definitiv genug haben. Den großen Baum hier will ich nicht abhacken. Das ist ein Schattenspender. Ich bin in der Hoffnung, dass der Schatten die Hitze senkt. Wenn wir drunter stehen. Wird wahrscheinlich nicht so sein, aber man kann es ja trotzdem hoffen. So, da hast du Holz. Da hast du Stroh und Fasern. Ich hätte gerne den Therizinosaurus-Sattel. Dankeschön. Oh, wir können auch jetzt den Spino-Sattel machen. Wenn das so ist, machen wir gleich noch den Spino-Sattel hinterher. Irgendwo müssen wir auch noch den Megalodon-Sattel haben. Aber da scheiße ich jetzt drauf. So, Level up erstmal. Ja, Kreis. 600 Leben. Auf Ausdauer, Digga. Nee, ich gucke erst bei 75 rein, was wir haben. Ist wahrscheinlich total dumm, aber naja. Ich werde jetzt sowieso noch in den nächsten Folgen wahrscheinlich relativ schnell Updates kriegen. Beziehungsweise Level-Ups, weil ich ja baue. So, und er hat auch wieder ein Level-Up. Das pushe ich dir erstmal in die Leben rein. Kriegst du von meinem Satz. Und Kriegsvogel kriegt natürlich auch einen Sattel. Okay, Kriegsvogel hat definitiv zu viel Gewicht. Und ich muss bei Kriegsvogel noch was in den Einstellungen ändern. Und zwar erstmal hier sanftes Ernten. Grobes Ernten, grobes Ernten. Dann nochmal dreimal bei grob rein. Dann bei sanft rein. Ich habe keine Ahnung, was das bringt, Digga.
Oh. Kein Plan, was das bringt. So, Ernteeinstellungen muss ich machen, ne? Ja. Fünfhundert Holz. Ja, wahrscheinlich 500 Holz. Komplett überladen jetzt schon wieder. Und ich auch gleich. Eieiei. Das muss ich irgendwie anders planen. Aber wenn erstmal das Lagerhaus steht, dann steht ja auch die ganzen Kisten da. Dann können wir eben das alles aus dem Inventar rausnehmen. Das sollte eigentlich klappen. Dieser Laufweg. Müssen wir auch irgendwas machen. So, Rabe, ab geht es. Mit deinem Zeug. Wäre auch schön, wenn sich die Playsee beruhigen würde. Nerviges Ding. So, was fehlt? Holz. Was auch sonst. Mal wieder eine wahre Wonne an dieser Konsole zu zocken. So erholsam, die Akustik. Ja, natürlich. Außerhalb des Wassers ist es heiß, dass wir verbrennen, und im Wasser ist es so kalt, dass wir erfrieren. Also Spiel, entscheid dich mal bitte. Was schwimmt da hinten? Ein Stein. Wahrscheinlich schwimmt der Stein. Übrigens, wenn das große Feuerzeichen erscheint, dann bedeutet das, dass wir Leben verlieren. Und bei diesem Eiswürfelzeichen bedeutet es, dass wir ebenfalls Leben verlieren. Weil uns entweder zu heiß oder zu kalt ist. So, er will immer noch laufen. Egal. 400 Holz. Ich bin auch ein Eumel, Alter. Ich kann doch mit dem Adler hierher fliegen und das Ganze herstellen. Also. Manchmal frage ich mich echt, wie ich es auf dieses genau. Sprachbehindert bin ich auch. Wie kann ich so ein Brett vorm Kopf haben und immer wieder hin und her rennen und das dann beim Adler herstellen? Ich bin ja so dämlich mittlerweile. So. So hinstellen. Dann ziehe ich ihm jetzt das Ganze einfach aus dem Popo raus. Und stecke es ihm ebenfalls in den Popo wieder rein. So, kann er uns tragen? Der kann uns tragen. Das ist ein richtiger Dino. Ernsthaft? Tagsüber so heiß, dass wir sterben, und nachts über so kalt, dass wir sterben. Jetzt wieder nicht. Ich werde noch ein T-Shirt. Tagsüber ziehe ich das T-Shirt dann wieder aus, oder was? Ah, ich sehe auch schon, die Fasern werden uns demnächst auch bald ausgehen. Kein gutes Zeichen. Wie viel brauche ich noch? Vier. Dann ein Eingang, welchen wir nicht so machen werden.
komm. Zwei. Eventuell eine Treppe für eine zweite Etage. Wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Bauen wir einfach mal. Dann ein paar Dächer und eine Wand. Einfach um zu gucken, ob das so hinhaut. Schon haben wir kein Übergewicht mehr. Ich würde sagen, eine Rampe, dann guckt man hier so rein. Okay, Wand, Dach, Treppe. Treppe ist größer als erwartet. Treppe dahin bauen, kommen wir an nichts mehr ran. Ist zwar außerhalb des Hauses, aber ist in Ordnung. Hier gehen wir dann hoch. Dann ist hier die zweite Etage. Nee. Schnell aufheben, bevor es nicht mehr geht. Jetzt hier die... Boah, doch mal bitte da die Treppe dran, da hinten. Den, jawohl. So, dann gehen wir hier die Treppe entlang. Kommen nach hier raus. Ich denke, das kann man machen. Ja, so machen wir das. Dann wird das auch nicht ein hoch, sondern wenn ich das jetzt so mache, kann man dann einfach von hier aus so sagen, ich möchte gerne da drauf. Nein, kann man nicht. Lass mich das hier aufheben, bevor es nicht mehr geht. Ja, gut, dann müssen wir es anders machen. Stellen wir jetzt erstmal weiter irgendwas her. Aufbleiben. Das ist wahrscheinlich eine Sie, oder? Bist du eine Sie? Es ist eine Sie. Nee, es ist ein R. Wo steht denn da oben Sie? Check's nicht. So. Wir brauchen wir das hier. Wir können es auch mit Large Wall machen, aber naja. Weiß nicht.